Und der Lola mal wieder. Ich habe gerade ein Video gesehen, hat einer einen Kommentar geschrieben zu dem Hammer of Mod hier, über meinen Hammer of Mod. Das Sixpack. Die Idee war ja auch nicht schlecht. Wer hätte auch heißen können. Dann habe ich wenigstens Sixpack. In der Hand zumindest. Ja, und da hatte ich ja letztens darüber berichtet, dass er. Von den 6 Akkus, die da reinpassen, von den 6 Konions, ist immer mindestens einer dabei, der keinen Kontakt mehr findet. Jetzt dachte ich immer, das war hinten die Kontaktplatte, wo sie alle drauf liegen, wo die Schrauben gegenlaufen. Dem ist nicht so. Also ich habe den Verdacht gehabt, dadurch, dass sie sich schon so arg verformt hat, nach fast 4 Jahren. Könnt ihr ja sehen, ist ja schon ein anderer Schalter drauf. Und hier ist so ein Bogen drin, so eine Beuge hier in der Mitte. Und hier unten ist ja auch schon dieser Bogen drin. So stabil ist dann Holz dann doch nicht, obwohl es Sperrfurnier ist. Ja, aber die läuft ja noch. Ne? Und da habe ich jedenfalls hier auf diese Kontaktplatten, habe ich jetzt nochmals die habe ich nochmals verlängert, sodass die Pluspole definitiv an den Kontakten dann anliegen. Und hier ist ja die Gefahr, die müssen ja auch einzeln in der Reihe eingelegt werden, wie man sehen kann. Habe ich auf der Oberseite, wo die Akkus gegendrücken, den Plus- und die Minuspol einzeln. Das sind ja 3x2 in Reihe. Ich dampf mal kurz, 3x2 in Reihe. Das heißt, irgendwo müssen sie getrennt werden. Hier liegen sie zusammen, unten am Boden, und oben sind sie dann getrennt, die Reihe. Oder die 6. Der Steamgrave Glas, also er ist tatsächlich noch trocken, einigermaßen. Wo er jetzt vielleicht ein bisschen sifft, ist nicht über die Airflow hier, oder hier, nicht über die Airflow, sondern über diesen Ring hier, über den Stellring, wo ich die Airflow einstellen kann. Da verliert er ein bisschen Kondensat oder Liquid. Aber damit kann ich leben. Es ist bis jetzt noch nicht viel bei rausgekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dampft den gerade bei 70 Watt. Und vielleicht kann man es sehen. Also die Akkus gehen in die Knie. Die sind schon von gestern. Aber er dampft sehr gut. Und geschmacklich ist er auch ein Hit. Ne? Ich denke, ich kann wieder auf 60 zurückgehen. Ich habe mir jetzt die Tage mit 60 gedampft. Also 60 reicht auch, die Akkus halten länger und es ist ja dieser sogenannte Speedpoint, den man sich suchen sollte. Es müssen nicht immer 230 Watt oder 120 oder 70 oder 90 oder 20 sein, sondern man stellt sich den Akkuträger halt so ein, beziehungsweise verdammt so den Akkuträger mit der Wattleistung so ein, dass der Speedpoint erreicht ist, dass der Verdampfer eben klasse schmeckt. Und der ist mit der Wicklung jetzt momentan, hier kann man es vielleicht sehen, da ist wieder ein bisschen Liquid drauf. Das kommt hier von dem, nicht von der Airflow, sondern von dem Stellring selber. Da ist die Dichtung wohl nicht ganz so passig. Ansonsten natürlich klasse. 6 oder 7 ml sollen ja reinpassen oder 7. Von mir aus 6 ist ja Version 1. Aber für einen Tankverdampfer ist er Konkurrenz zu meinem Olfrad. Das soll es eigentlich schon wieder gewesen sein. Wollte euch nur mal zeigen, also sie lebt noch. Und ich repariere sie immer noch, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, die neue Box aufzubauen. Also hier jetzt nochmal erhöhte Pluspole oder Minuspole, beziehungsweise Minuspole. Und hoffe, dass jetzt alle 6 Konions auch gleichmäßig entladen werden. Bis zum nächsten Mal, der Lolo.